hier ist Flips und das sind unsere Themen. Guardians vs. Fast X, wer gewinnt? Indie, Enttäuschung nach Premiere. Disney, Kahlschlag, diese Shows sind bald weg. Overwatch-Fan sauer. Lucasfilm schließt Star Wars Experience. Cruise rennt wieder. Hello Doctor Who und Scorsese in Cannes. Flips wird diesen Monat unterstützt von unseren Guardians. Black Shadow, Chaos Prinzessin, Daniel Schuh, Dick Honey, der Dwarslöper, Hey Aaron, Ignomi 1, JFK Faker, Kinocheck.de, Mario Reinecker, Luca Kamens, MJ85, Ronson 182, Stage Guy, Swafnirson, T-UnitCB, Tony Bart, Black Hand Touch. Und auch ein riesiger Dank an unsere Spotlighter. Dank euch und der ganzen Community wird Flips überhaupt erst möglich gemacht. Übrigens, Flips zu unterstützen lohnt sich mit unserem neuen Podcast jetzt doppelt. Schon ab nur 2 Euro im Monat kannst du mithören. Der Link ist in der Videobeschreibung. Willkommen zur 329. Folge der Flips News. Und ehe wir loslegen, die Erinnerung, wenn ihr zum ersten Mal da seid, schnappt euch ein Earl Grey, macht euch einen Toast und lasst ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und jetzt wird es wieder Zeit für den Blick ins Kino, denn dort interessiert natürlich alle nur ein Film. Genau, Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Scherz, aber ja, der ist auch angelaufen und bekam so mittlere Kritiken von Zuschauern wie Reviewern, aber ist wohl auch eher was für die jüngeren Zuschauer, die den Humor etwas brachialer mögen. In den Charts hat sich dagegen bis Mittwoch nichts verändert, da dominiert immer noch Guardians of the Galaxy 3, der tatsächlich gegen den Marvel-Trend jetzt im unteren Mittelfeld der Prognosen liegt. Tatsächlich konnte er bis jetzt 549 Millionen weltweit einspielen und der gefürchtete Second Weekend Drop, also der Zuschauerabfall vom Start zum zweiten Wochenende, war erfreulich niedrig für einen Superheldenfilm. Nur 49% weniger Leute sind am zweiten Wochenende ins Kino gegangen. Zum Vergleich, Quantumania hatte einen Drop von 70%, Thor Love and Thunder 68%, Multiverse of Madness 67%, genau wie der Mega-Hit Spider-Man No Way Home. Und auch Wakanda Forever zog am zweiten Wochenende 63% weniger Zuschauer als am Startwochenende. Das zeigt, Guardians lockt dank positiver Resonanz Leute ins Kino, die ihn nicht unbedingt in der ersten Woche sehen wollten, also Zuschauer außerhalb der harten Kernzielgruppe. Und das darf James Gunn sehr stolz machen, ist aber für Marvel ein bisschen bitter, wenn ausgerechnet der ihrer Filme, der am stärksten durch seinen Regisseur geprägt wurde, das schafft. Und es zeigt, dass viele Leute für einen Marvel-Film nicht mehr unbedingt am ersten Wochenende gehen, nach Quantumania. Und wenn Marvel den Must-See-Status verliert, den sie jahrelang hatten, dann ist das ziemlich ungünstig, ganz zu schweigen davon, dass Gunn eben jetzt für die Konkurrenz arbeitet nach diesem Film. Die größte Hürde muss Guardians allerdings noch überwinden und das ist Fast X bzw. Fast and the Furious 10, der letzte Woche startete. Der erste Teil des Finales, der Fast-Saga, die ja jetzt wohl 3 Teile umfassen wird, wie wir letzte Woche erfuhren. Was auch heißt, die Story wird in Fast X nicht beendet, worauf ihr euch seelisch einstellen solltet, wenn ihr reingeht, denn der mega sadistische Bösewicht Dante alias Jason Momoa macht Dom und seiner Familie mächtig zu schaffen. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, den Tod seines Dads zu rächen und Dom dafür so lange und so hart wie möglich leiden zu lassen. Und dabei ist er überraschend erfolgreich und clever. Auch wenn das erste Opfer von Dante wie immer die Logik und die Gesetze der Physik sind. Aber wer zu diesem Zeitpunkt Fast-Filme guckt, erwartet wohl auch nicht, dass sie noch irgendetwas mit der Realität zu tun haben. Sie sind laut und weird und albern und alle Figuren benehmen sich wie Comic-Charaktere und das ist auch gut so. Ich hatte mit dem Wahnsinn, in dem Bomben wie Flipperkugeln durch Rom rollern und jede Explosion maximal eine stylische Schramme verursacht, meinen Spaß. Es ist doof, es ist silly, es ist komplett over the top. Und außer Vin Diesel weiß das, glaube ich, auch jeder. Der meint zwar immer noch, irgendjemand würde sich für die emotionale Tiefe von Dom Toretto interessieren und merkt nicht, dass er eher der Ruhepol als das emotionale Zentrum ist und dass jede andere Figur interessanter ist als er. Aber was soll's? Dafür hat Momoa sichtlich und fast etwas zu viel Spaß mit dem eindeutig queer-coded Villain, der versucht, die gute Straight Family von Dom zu zerstören. Wir können wohl sicher davon ausgehen, dass dieser Gegner nicht am Ende Teil der Familie wird, wie es bei den anderen der Fall war. Die Kritiker geben dem Film im Schnitt knappe 6 von 10 Punkten. Ich würde ihm 3,5 von 5 geben und das Publikum ist sogar noch spendabler mit 4,4 von 5. Das spiegelt sich auch auf CinemaScore wieder, die Zuschauer, die immer direkt nach dem Kino befragt werden. Da gab es ein B+, was auf einem Level ist mit Fast 9, aber schlechter als die ganzen Teile davon.
davor und das Spin-off Hobbs und Shaw, die alle bei A bzw. A- landeten. Prognostiziert wird, dass der Film 66 Millionen in den USA zum Start einspielt. Ob er es schafft, die Guardians zu entthronen, wird spannend zu sehen sein. Habt ihr Fast and the Furious 10 schon gesehen? Und wie gefiel er euch? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und wenn ihr Lust auf ein ausführliches Review habt, derzeit läuft auf Patreon wieder die Abstimmung für den nächsten Podcast. Da könnt ihr mitmachen, wenn ihr Flip supportet. Anhören kann ihn jeder ab 2 Euro mit Abstimmen über Themen, jeder ab der Patronusstufe. Also klickt euch rein, der Link ist unten in der Beschreibung. Und wenn wir es gerade mit Action hatten, diese Woche droppte der neue Trailer für Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, der ja einer meiner heiß erwartetsten Filme des Jahres ist. Ich bin ein einfacher Mann, ich sehe Tom Cruise als Ethan Hunt rennen und will ins Kino, denn niemand rennt wie Tom Cruise. Und das ist auch bei diesem Trailer wieder so, wenn er viel rennt, ein bisschen John Wick Vibes versprüht und mit einem Motorrad in den Abgrund springt. Die Handlung ist dabei mal wieder wahrscheinlich Nebensache, aber klar freue ich mich auch auf die restliche Impossible Crew, wenn der Film im Juli startet. Und für 60 ist Cruise immer noch erstaunlich agil, auch wenn er mittlerweile etwas digital geglättet wird. Habt ihr Bock auf den Film? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. In Cannes trifft sich diese Woche wieder die Filmbranche, die Reichen und Schönen und die Alten und Rüstigen. Ganz genau, Indiana Jones und das Rad des Schicksals feierte seine Premiere oder wie es in der PR immer heißt, umjubelte Premiere. Es gab 5 Minuten Standing Ovations nach dem Film und Harrison Ford wurde gebührend und natürlich auch zu Recht gefeiert. Spitzfindige Branchenkenner ergänzen allerdings, in Cannes bekommt so gut wie jeder Film eine Standing Ovation aus Respekt für die Macher, wenn sie dort sind. 5 Minuten wäre aber eher ziemlich kurz, eher sowas wie ein Höflichkeitsapplaus für Cannes-Verhältnisse, also nicht unbedingt massive Begeisterung. Das deckt sich auch mit den ersten Kritiken, die eher verhalten sind. Klar, noch sind es erst 29 Reviews bei Rotten Tomatoes und das kann sich noch ändern, aber der erste Trend ist mit 5,7 von 10 Punkten im Schnitt eher so lala. Variety mochte das De-Aging im Film nicht, weil Ford zwar aussehe wie Mitte 30 im Film, sich aber eben doch bewege wie ein Opa. Andere Kritiker meinten, der Film sei ein reines Nostalgiefest, der ausschließlich für die Fans gemacht sei, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Al Wafflow, ein Freund und Kollege von uns, der da war, meinte auch, der Film sei zwar nicht schlechter als Teil 4, aber eben auch nicht viel besser und das CGI sei im fertigen Film ähnlich mittel wie in den Trailern. Danke an Al Wafflow übrigens für die Videos und Fotos aus Cannes, die er uns coolerweise rübergeschickt hat. Es bleibt abzuwarten, ob der Indie-Review-Score sich noch verbessert, wenn dann die regulären Pressevorführungen kommen, aber der erste Buzz ist auf jeden Fall nicht das, was sich Lucasfilm und Disney wünschen. Immerhin wurde Regisseur James Mangold, der Dial of Destiny drehte, gerade auf der Star Wars Celebration groß als einer der Regisseure für einen der nächsten Star Wars Kinofilme angekündigt. Da wird sich ein schlechtes Feedback auf den Indie-Film nicht gerade gut machen. Böse Zungen auf Twitter spotten sogar schon, dass Mangold vielleicht bald schon wieder ähnlich abgeschoben werden könnte wie die ganzen anderen Star Wars Projekte, aus denen nie etwas wurde. Na los, Katie, sag schon deinen Satz. Ja, wir haben uns aus kreativen Differenzen für ein Auseinandergehen entschieden. Das könnte vielleicht tatsächlich passieren. Klar ist James Mangolds Filmografie durchwachsen, aber ich finde, er hat mit Logan und mit Ford vs. Ferrari davor schon sehr gut abgeliefert. Insofern sollten wir erstmal abwarten, denke ich. Vielleicht ist das Rad des Schicksals Fords definitiv letzter Auftritt als Indiana Jones ja für die Fans das genau Richtige. Ford meinte ja in Interviews jetzt schon, dass damit die Figur für ihn zu Ende erzählt wäre. Wenn Disney eine TV-Serie tatsächlich umsetzt, hätte er damit nichts mehr zu tun. Seid ihr gespannt auf den Schwanengesang von Indy? Lasst es uns wissen in die Kommentare. Ein anderes Kino-Urgestein feierte ebenfalls seinen neuen Film in Cannes. Martin Scorseses Killers of the Flower Moon wurde gestern Abend gezeigt. Das 3,5-Stunden-Epos dreht sich um eine Mordserie unter reichen Mitgliedern des Osage-Stammes in Oklahoma in den 1920ern und um die Gründung des FBI. Die Morde hängen wohl zusammen mit der Entdeckung von Ölvorkommen auf dem Land der Opfer und das Ganze basiert auf den wahren Ereignissen, die der Journalist David Gran in seinem Buch Das Verbrechen aufgearbeitet hat. Scorsese versammelte natürlich wieder eine Starbesetzung vor der Kamera. Neben Leonardo DiCaprio sind Robert De Niro, Brandon Fraser, Jesse Plemons und John Lithgow dabei. Auch hier gab es Standing Ovations, aber zur Zeit unserer Aufnahmen waren noch keine Kritiken online, da war noch Embargo. Wir sind jedoch mächtig gespannt auf den Film, der nach Scorseses Ausflug ins Direct-to-Streaming mit Netflix wieder einen ganz normalen Kinostart im Oktober haben wird, ehe er dann irgendwann bei Apple TV Plus landet. Seid ihr heiß auf den neuen Scorsese und auf einen 3,5-Stunden-Krimi? Lasst es uns wissen
in den Kommentaren. Der Kampf zwischen Disney und dem Governor von Florida eskaliert weiter, nachdem der ja fleißig daran arbeitet, seinen Staat zu einer No-Go-Area für alle queeren Menschen zu machen und Disney wegen der Kritik an seiner Politik zum Feind erklärt hat, da zieht Disney jetzt weitere Konsequenzen. Erst kürzlich wurde ja eine Lehrerin verklagt, weil sie ihren Schülern im Unterricht Strange World gezeigt hat, als im Unterricht das Ökosystem durchgenommen wurde und es im Film dazu natürlich Parallelen gibt, weil es da um eine Welt gibt, die auch miteinander im Einklang lebt oder wieder in Einklang gebracht werden muss. Aber es gibt auch ganz am Rande eine schwule Hauptfigur. Nur eines von vielen Problemen, denen sich der Konzern gerade stellen muss. Eigentlich war auch geplant, eine riesige Niederlassung, einen Campus von Disney in Florida zu bauen. Eine Investition von knapp 1 Milliarde Dollar. 2000 Mitarbeiter sollten von Kalifornien nach Florida umziehen. Eine Entscheidung, die noch unter Bob Chapek gefällt wurde, ehe ihn Bob Iger als Oberboss von Disney wieder ersetzte. Schon damals waren viele Mitarbeiter alles andere als happy mit der Perspektive, auch wegen Ron DeSantis Politik. Jetzt wurde das Projekt abgeblasen, der Campus wird nicht gebaut und die paar hundert Mitarbeiter, die jetzt schon gewechselt sind, dürfen entscheiden, ob sie hier nach Kalifornien zurück wollen oder bleiben. Disney wird das dann zahlen. In einer internen Mail heißt es, auch wenn sich einige gefreut haben, wissen wir, dass viele von euch die Entscheidung als schwierig empfanden. Angesichts der extremen Veränderung seit letztem Jahr werden wir das Projekt nicht fortsetzen. Außerdem wird auch das super teure Star Wars Erlebnishotel, in dem Zuschauer für 5000 Dollar ein Wochenende in einer Art Star Wars Lab mitspielen und selbst Imperiumsmitarbeiter oder Rebellen sein konnten, eingestampft. Auch ein Projekt, das in Florida steht und von Bob Chapek initiiert wurde. Klingt sinnvoll, nachdem Disney ja auch gerade eine Klage gegen DeSantis laufen hat und die Stimmung sich dort immer weiter verschärft. Der versucht, das alles kleinzureden und erwähnt Disneys angeschlagene Lage, aber fairerweise muss man sagen, bei allen Problemen, die der Konzern hat, seit Bob Igers Rückkehr und dem Sparkurs ist der Aktienkurs wieder deutlich gestiegen, mehr als der gesamte Markt in derselben Zeit. Der Showdown in Florida bleibt spannend und das ist noch nicht alles mit Disney, aber jetzt mehr dazu in Serien Tales from the Streaming Wars. Und da gibt es ein Update zur News von letzter Woche. Da wurde ja bekannt, dass Disney Plus und Hulu zahlreiche Filme und Serien aus ihrem Angebot entfernen wollen. Diese Woche wurde jetzt bekannt, was es alles treffen wird und das ist nicht wenig. Darunter sind auch teure Eigenproduktionen wie die Serie Willow, deren zweite Staffel erst kürzlich auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Schon damals war klar, dass sie wohl soft gecancelt wurde, aber dass sie jetzt komplett von Disney Plus verschwindet, ist schon bitter. Einer der Drehbuchautoren war auf Twitter auch sichtlich geschockt darüber. Sie haben uns nicht mal 6 Monate gegeben. Dieses Business ist echt grausam geworden, schreibt er. Und darunter erklärt er auch gleich ein paar Hintergründe, weil viele jetzt meinten, Disney würde die entfernten Serien als Steuerverlust abschreiben wollen, so wie Warner das mit Batgirl und Scoop Holiday Horn machte. Das stimmt so nicht, denn wenn etwas erstmal veröffentlicht wurde, kann es nicht mehr abgeschrieben werden. Viele Zuschauer wundern sich ja auch, wenn Streamer Eigenproduktionen entfernen, die schon gelauncht sind. Warner hat das ja auch gemacht mit einigen Serien. Die Gründe dafür sind nicht Steuerersparnisse, sondern Wiederholungshonorare. Also etwas, worum es auch im Streik der Autorengilde WGE geht, die ja seit 3 Wochen im Ausstand sind. Jede Serie, die beim Streamer verfügbar ist, kostet diesen ständig Geld, weil eben dafür Residuals anfallen. Zahlung an die Regisseure, Schauspieler und Autoren für alle Abrufe. Je größer die Bibliothek eines Streamingdienstes, desto mehr muss er zahlen. Einerseits für die Lizenzen an Fremdproduktionen von anderen, wie Kinofilme oder Klassikerserien wie Friends oder Star Trek, aber auch für die eigenen Serien und Filme, die Residuals. Das Disney jetzt mitten im Streik eine der Einnahmequellen der Autoren wegnimmt, indem sie Serien runternehmen, hat so natürlich einen fiesen Beigeschmack. Auch wenn allen Beteiligten natürlich klar ist, unendlich große Bibliotheken an Serien sind auf lange Zeit nicht rentabel, gerade jetzt, wo Disney, Netflix und Co. schauen, profitabler zu werden und Disney massiv spart. Das Fiese ist, da die meisten Sachen nicht auf Blu-ray oder woanders erscheinen, werden sie komplett verschwinden und legal gar nicht mehr verfügbar sein. Es besteht die Chance, dass Disney die Sachen irgendwann unterlizenziert an andere Sender, aber erstmal sind sie nicht mehr verfügbar. Und das ist echt krass. Neben Willow erwischt es auch die Serien Mighty Ducks, Turner & Hooch, Why the Last Man, Stargirl, The World According to Jeff Goldblum, die Animationsshow Little Demon, die gerade erst gestartet ist, Marvel's Hero Project, Artemis Fowl, das süße Musical Better Nate Than Never, The Mysterious Benedict Society und viele mehr. Über 50 Serien und Filme werden von Disney Plus und Hulu zum 26. Mai in den USA entfernt und wir werden sehen, ob die Titel dann auch bei uns aus Disney Plus und Star verschwinden. Es ist aber sehr wahrscheinlich. Nachdem die Liste letzte Woche
bekannt wurde, gab es bei einigen Titeln heftigen Backlash. Die Doku Howard sollte zum Beispiel auch entfernt werden. Darin geht es um Howard Ashman, also das legendäre Mastermind hinter der Disney-Renaissance, der mit Ariel, Beauty and the Beast und Aladdin Disney aus der Pleitewelle der 80er Jahre rettete und für ihre größten Erfolge mitverantwortlich ist. Ashman, der 1991 an den Folgen von HIV starb, war einer der wenigen queeren Künstler, die Disney mal offiziell geehrt und anerkannt hat. Und die Doku jetzt so kurz vom Pride Month zu entfernen, kam nicht gut an. Disney ruderte zurück und hat sie zumindest vorerst online gelassen. Dennoch, für Zuschauer keine gute Zeit und für die Macher, die sich früher wenigstens trösten konnten, dass Fans ihre Serien auf DVD oder Blu-ray nachholen können und dadurch doch noch zum Erfolg machen, wie es bei Shows wie Firefly war, das ist jetzt unmöglich, denn sind sie einmal gelöscht, kann sie niemand mehr sehen. Und das droht uns bei allen Streamingdiensten und ihren Originals. Und welchen Einfluss Streamingdienste auf unsere Filme haben, das haben wir im Spotlight am Freitag erklärt. Danach wisst ihr auch, warum bei Netflix alle Filme so gleich aussehen. Klickt euch da gerne im Anschluss mal rein. Diese Woche war aber nicht nur eine Woche, in der uns etwas genommen wurde, sondern es gab auch jede Menge spannende Ankündigungen. Auch wenn Marvel sich immer noch nicht zur Jonathan Mayers Problematik geäußert hat und ob sie ihn dauerhaft als Kang-Darsteller behalten wollen, es gab einen Release-Termin für Staffel 2 von Loki, in der Kang ja eine wichtige Rolle spielen wird. Staffel 2 startet am 6. Oktober dieses Jahres und eröffnet quasi den Herbst. Und schon im November kommt dann Echo, von der wir in Hawkeye einen Vorgeschmack bekommen haben. Die Serie war ja mehrfach verschoben worden und es gab Spekulationen zu Nachdrehs und dass sie erst 2024 kommen könnte. Jetzt ist klar, sie kommt Ende November und zwar mit allen Folgen auf einmal. Ein ungewöhnlicher Move von Disney, die ja sonst eher auf wöchentliche Veröffentlichungen setzen. Was hoffentlich kein Indiz dafür ist, dass sie die Serie als nicht sehr erfolgsversprechend ansehen. Außerdem wurde bekannt, dass vor dem Start des neuen Films alle alten Indiana Jones Filme bald bei Disney Plus verfügbar sein sollen. Plus die alte Young Indie Serie aus den 90s, zumindest in den USA. Ob das auch bei uns gilt, erfahren wir erst in den nächsten Wochen. Und die Ahsoka Serie hat natürlich wie bekannt auch ein Startdatum. Irgendwann im August kommen die 8 Folgen ja und die werden wohl ganz regulär wöchentlich veröffentlicht. Und dann war da noch etwas, das nicht Disney ist. Genau, die Ankündigung für das Doctor Who 60 Anniversary Special. Das wird in 3 Teilen im November bei der BBC laufen und bringt uns eine Rückkehr des 10. Dr. David Tennant, in den Doktor Nummer 13 überraschend inkarnierte am Ende der letzten Folge. Die Specials heißen The Star Beast, Wild Blue Yonder und The Giggle und Fans spekulieren jetzt schon, was das bedeuten könnte. Der Teaser-Trailer verspricht außerdem Donna Nobles Rückkehr unserer Lieblingscompanion, Neil Patrick Harris als Villain, viele Gaststars und erste Flashes von Cutie Gatwa als regulären neuen Doktor, der als Nummer 14 übernehmen wird, nach Tennants Gastspiel und dann schon über die Feiertage Ende des Jahres seine erste eigene Episode haben wird. Spannend wird sein, ob die Serie dann auch in Deutschland parallel bei Disney Plus zu sehen sein wird, mit denen die BBC ja jetzt zusammenarbeitet. Worauf freut ihr euch am meisten? Loki, Ahsoka, den Doktor? Bitte sagt den Doktor unten in den Kommentaren. Keine gute Laune hatten diese Woche die Fans von Overwatch 2, denn im Livestream verkündete Blizzard, zwar einerseits wird es einen neuen Tank Hero, neue Maps und Cinematics geben, aber auf der anderen Seite wird der PvE Story Mode nicht kommen. Der war ja lange angekündigt worden, als sich Overwatch vom Full-Price-Game, das Teil 1 noch war, zu einem Free-to-Play-Battle-Pass-Mode wandelte. Vor 4 Jahren war dieser Modus vollmundig versprochen worden und als Overwatch 2 launchte, war davon nicht zu sehen mit dem Versprechen, ja, ja, ist uns total wichtig, kommt aber später. Jetzt wurde klargestellt, er kommt nicht, er wird eingestellt. Viele Fans fühlen sich betrogen, hieß es doch, das wäre einer der großen Gründe, warum Overwatch 2 überhaupt gelauncht wurde und das erste Game nicht einfach weiter mit DLC versorgt wird. Eine coole Kampagne mit Hero und Story-Mission, darauf hatten viele geduldig gewartet und sich brav den Battle Pass gekauft, nur um jetzt zu erfahren, dass sie lange warten können. Der Backlash ließ auch nicht lange auf sich warten, da half es wenig, dass Blizzard versicherte, man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und viele, die intern dran gearbeitet hätten, würden es auch bedauern. Overwatch 2 fühlt sich für viele immer noch wie ein Teil 1 an, ohne signifikante Neuerung und Verbesserung. Blizzard versuchte die Wogen zu glätten und ihr Jared News stellte auf Twitter klar, es werde viel PvE-Content kommen. Dazu gehörten auch große Story-Missionen, Koop-Events und Singleplayer-Hero-Mastery-Missions. Ob das ausreicht, die Fans zufriedenzustellen? Gerade jetzt in der turbulenten Übernahmephase mit Microsoft, die ja schon genug eigene Probleme haben, ist Stress mit der Fanbase das Letzte, was sie brauchen. Spielt ihr noch Overwatch 2 und was nervt euch daran oder was mögt ihr besonders? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Wir haben keinen Battle Pass, aber andere Heroes, die uns helfen. Denn die News, Analysen und Deep Dives gibt es nur dank den Patreons, die uns
uns monatlich unterstützen. Die Time Lords, Patroni, Padawans bis zu den Guardians und Spotlightern. Danke euch. Wer Flips auch regelmäßig unterstützen und sich den exklusiven Podcast und andere Goodies wie das coole Your Doom Shirt sichern will, der klickt sich mal rüber und schaut sich um und vielleicht hast du hier Lust, ein Patreon zu werden. Oder uns ein Trinkgeld einmalig in den virtuellen Hut zu schnippen per PayPal oder dem YouTube-Danke-Button. Danke fürs Schauen bis hierhin, fürs Feedback, fürs Teilen, für die tolle Community, für eure Vorschläge und das Feedback. Wir sind nächsten Freitag wieder für euch da. Bis dahin, schaut euch doch einfach mal eins von den folgenden Videos an. Bis dann, läuft! Könnt einen Battle Pass machen. Wir brauchen ja auch Geld.